Hm. Was denn jetzt? Ist dir zu kalt? Wir können nicht hierbleiben. Wir beide müssen heute ein Ritual durchführen. Hier. Trag das. Es gehörte meiner Tochter. Gut. Heute werde ich deinen Namen nennen. Doch nennt die Göttin ihn ebenfalls. Eigentlich würde deine Mutter das übernehmen, wenn du eine hättest. Das ganze Dorf wäre anwesend. Matriarchen vollziehen das Ritual. Aber wir sind Ausgestoßene. Doch trotzdem ehren wir die Stammesrituale. Ansonsten werden wir noch wie die ungläubigen Alten, die sich von der Göttin abgewandt haben. Doch ihr Unglaube war ihr Untergang. Für uns bleibt jetzt die Herrlichkeit der Schöpfung. Bestien in Luft, Wasser, Erde und Stahl. Die Jagd auf ein Tier ist eine Sache. Ganz anders als die auf Maschinen. Man braucht Demut und Respekt vor ihrer Macht. Ich bringe dir das bei. Eines Tages. Erzmutter Tirsa, warum ist sie hier? Will sie das Ritual verbieten? Nein, 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 nicht hinknien. Es ist fast soweit. Und so ist es. Du darfst mich anreden. Kommt ihr die Namensgebung segnen? Haben wir sie euch nicht vor 6 Monaten anvertraut? Aber wir sind Ausgestoßene. Aus freien Stücken. Doch sie... Nun... Ich bin Erzmutter Rost. Ich segne, wen ich bestimme. Dann ehrt ihr uns. Ja, ja, jetzt geh schon. Sei für die Verkündung bereit. Los! Urmutter, dieses Kind muss einen Namen verliehen bekommen, auf dass deine Liebe ihr Leben wärmt, wie die aufgehende Sonne die gesamte Erde. Sprich ihren Namen! Aloy! So ist ihr Name gesegnet. Aufhören, sofort! Was hast du getan? Die Namensgebung eines Kindes gesegnet. Störrisches Weib, diese Plage nennst du ein Kind? Was hat sie über ihre Geburt gesagt, Aussätziger? Antworte! Ich tat nur, wie ihr mir befohlen habt. Sie aufzuziehen, ja. Von Liebe war nie die Rede. Genug. Und du, ihren Namen zu segnen, als wäre sie ich eine der nur Pflicht. Eine des Stammes. Auch dir gegenüber. Ich bin hier. Und wo du auch hingehst, ich folge dir.
So, das war das fantastische Intro von Horizon Zero Dawn. Ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel und ich habe mich eigentlich gar nicht so im Vorfeld informiert, weil ich finde, bei solchen Spielen ist es schöner, wenn man sich überraschen lässt. Natürlich wusste ich, dass dieses Spiel auf mich zukommt irgendwann und ich habe auch den ein oder anderen Trailer gesehen, aber ich wollte gar nicht so wirklich die Story schon im Vorfeld wissen, weil ich finde es immer schön, wenn man solche Welten halt entdecken kann und mehr dann in die Story hineintaucht, wenn man mit der Figur wächst. Gut, wir starten jetzt gemeinsam ein neues Spiel. Ich habe das Spiel noch gar nicht angespielt oder sonstiges. Ich gehe also komplett ohne irgendwelches Vorwissen in die Sache hinein. Und ich würde mich natürlich wie immer über eine Unterstützung in Form von einer Bewertung freuen. Und ja, vielleicht schaffen wir ja irgendein gigantisches Like-Ziel. Ihr seid ja mittlerweile eh da, der Wahnsinn. Also legen wir los mit einem neuen Spiel. Bis gleich. Aloy! Aloy! Oh, du hast lauter Bären. Ein geschickter kleiner Sammler bist du, Bast. Nun geh, vielleicht findest du noch mehr, hm? Wirklich toll, gut gemacht. Kinder, kommt mit mir. Die Ausgestoßene ist zu meiden. Schon. Ja, mein Kind, das ist eine Art Höhle. Ratten. Und ja, das sind Ratten. Die kleine arme Aloy. Verstoßen. Kein Kontakt zu anderen Menschen. Das muss ganz schön brutal sein. Okay, wir sollen in die Höhle tiefer hineingehen. Ist das eine gute Idee? Andererseits, was habe ich für eine Wahl? Ich glaube nicht, dass wir hier hochklettern können. Nein, klettern geht nicht. Die Steinwände hier, die sind zu feucht, zu rutschig. Ziemlich eng. Ziemlich eng. Aber ich passe durch. Na Gott sei Dank. Warte mal, hier drüben ist ja auch noch ein Weg. Oh, Fledermäuse. Aber die Kleine ist hart im Nehmen, die ist tapfer. Das sieht man jetzt schon. Die heult nicht rum, die steht ihr Mädchen. Das muss eine Ruine der Metallwelt sein. Einer der alten Orte. Kann man hier irgendwas mitnehmen? Ich muss sagen, die Grafik auf jeden Fall sehr beeindruckend. Sieht schon ganz hübsch aus, oder? Wir spielen natürlich auf der PlayStation 4 Pro. Beste Performance, beste Auflösung. Was sagt, ich soll nicht an solche Orte gehen. Aber er ist nicht hier. Nein, er ist ja nicht hier. Mein Ziehvater ist nicht hier, deswegen können wir treiben, was wir wollen. Schaut euch das mal an, das scheint ein Labor zu sein. Irgendwelche Maschinen hier drüben. Schreibtisch und Stühle. Regale, Bücher sogar. Sehr interessant, oder? Die alten Ruinen. Oh, was haben wir denn hier? Ein merkwürdiger Stein. Wie kommen wir da hin?
Ein Geschenk aus der Vergangenheit. Hier auf der Seite ist leider nichts. Na, vielleicht können wir hier rumgehen. Und wieder Fledermäuse. Ich und meine Fledermäuse. In jedem Spiel der absolute Albtraum. Schaut mal hier drüben. Eine Konsole. Aber ich habe keine Ahnung, wie wir hier durchkommen. Gehen wir erstmal hier vorne hin. Was ist das? Ein Toter. Menschlich oder eine Maschine? Huh. Da glänzt doch etwas. Okay, definitiv ein Mensch. Ein toter Mensch. Ein seltsames Gerät. Lichter! Überall! Wie macht es das? Tja, wie macht es das? Der Fokus! Und jetzt sehen wir hier die ganzen Gerätschaften. Monitore, wie es scheint. Aber was können wir damit machen? Die Kleine hat wohl ein Upgrade. Aha, eine Tür. Eine Bunkertür. Eine Brandschutztür. Verschlossen. Vielleicht komme ich ja mit dem Gerät hier raus. Noch mehr Lichter. Und noch mehr Mechanismen. Ah, schau mal hier. Das können wir analysieren. Ein Holoschloss. Was haben wir hier Schönes? Da ist was. Es hängt mit der Tür zusammen. Okay. Strom. Wie geht die nur auf? Also, wir müssen diese Tür öffnen und wir sehen ja hier verläuft ein Kabel. Wahrscheinlich müssen wir irgendwie hier drüben hin. Hier ist noch ein Durchgang. Ach, eine Ratte. Ich dachte schon, jetzt kommt irgendeine Kreatur. Noch mehr Ratten. Gut, hier sind wir richtig. Was haben wir hier Schönes? Was bist du? Faro. Okay, erstmal hier ran. Okay, wir können es einmal gegen den Uhrzeigersinn und einmal im Uhrzeigersinn drehen. Wir bräuchten jetzt halt nur die Lösung. Aha. Ich glaube, das muss einfach nach unten. Was richtig? Ein Farbwechsel. Ich glaube, es war richtig. Das da vorne, was wir gesehen haben, war der Code. Die Richtung war wohl egal. Egal. Wir kommen durch. So klein und trotzdem schon so schlau. Ein Farbwechsel an der Tür. Ein Farbwechsel. Und zack. Außen. Sehr gut. High Five. Ja, die Kleine gefällt mir. Die ist auf Zack. Was eine Suppe hier unten. Was ist das? Noch irgendein Gerät.
Wieder eine Leiche. Und noch ein Gerät, wie das, was im großen Raum war. Willst du es wirklich nehmen, Kleines? Ist das eine gute Idee? Sind das wirklich Menschen? Meinst du, mir gefällt das? Es geht nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi! Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Zeig's mir nochmal. Nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Es war eine Nachricht. Aus der Vergangenheit. Aber was genau ist mit den Menschen hier unten passiert? Ja, im Moment wissen wir nicht besonders viel. Wir wissen nur, wir haben eine von 22 Nachrichten gefunden. Es gibt also noch mehr. Oh, was haben wir hier drüben? Was ist das hier? Ein Protokoll. Connor. Na, schönes neues Jahr, liebes Tagebuch. Kannst du glauben, dass wir gestern Abend gefeiert haben? Haben wir aber. Gewissermaßen. Direktor Evans lud uns alle in den Gemeinschaftsraum ein. Weiß nicht, wo sie die bunten Hüte her hatte. Das war einfach nur makaber. Da sitzen wir also, warten, bis die Uhr Mitternacht erreicht. Und ich denke mir, versteht außer mir niemand die Symbolik? Vielleicht, wenn Skylar sich wieder betrunken hätte, aber den Fehler mit mir scheint sie nicht wiederholen zu wollen. Oh, kein One-Night-Stand für Connor. Der Arme. Das war mal wohl eine ganz normale Anlage. Mit ganz normalen Angestellten. Sie haben gefeiert, gelebt, Familien gegründet. Väter, Mütter. Warum sind sie hier gestorben? Was ist passiert? Genau, was ist passiert? Ich meine, die sehen aus, als wären sie irgendwie von der Substanz getötet worden. So merkwürdig verwildert. Was ist das hier? Protokoll! Mia! Zwei Stück gefunden. Die Erde wird sich bald auflösen wie Schnee. Die Sonne aufhören zu scheinen. Doch Gott, der mich nach hier unten rief, wird ewig mein sein. Okay, irgendwas ist also mit der Erde passiert. Die Sonne. Die Sonne hört auf zu scheinen. Tja, wie es scheint, eine globale Klimaveränderung. Was hat der hier? Ella! Und vielleicht ist das alles, was ich brauche, weißt du? Als die Tür sich geöffnet hat und du da gestanden hast, in diesen Retro-Klamotten und mit diesem Lächeln, musst du wegschauen, sonst hättest du es gesehen. An meinem Gesicht. Das, was gerade in mir erblüht war, verstehst du? Es war nur eine Sekunde, aber ich wusste es. Ich wusste, wir wären für immer. Okay, Moment. Retro-Klamotten. Waren die hier in so einer Art Bunker? Und wollten vielleicht diese Katastrophe überstehen, überdauern? Wirkt so ein bisschen, ne? Skylar! Die Frau, die keinen One-Night-Stand wollte an Silvester. Und Machu Picchu. Das wollte ich schon immer mal sehen. Hat nie geklappt. Warum habe ich Owen damals nicht begleitet? Blöd. Ich hätte mitgehen sollen. Tja.
Tja. Okay, den hier hatten wir, ne? Yep. Hier drüben ist noch einer. Und bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unserer Schuld. Ich meine, unseres Todes. Tut mir leid. Ist lange her. Und die Medikamente, die Chana uns gegeben hat, sind echt stark. So, okay. Nochmal von vorne, Kinder. Gegrüßet seist du, Maria. Okay, Moment mal. Die haben irgendwas genommen und sind hier unten wohl wissentlich gestorben. Ich meine, das klingt alles so ein bisschen nach, ja, ich bete jetzt noch einmal, noch ein Lied singen, Abschied nehmen. Ha. Naja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Oh oh. Daddy! Er ist da! Rust hat mich gefunden! Hier unten! Ich komme! Urmutter sei Dank. Komm, Kind, nimm meine Hand. Das ist kein Ort für dich. Komm hoch. Ja. Solche Orte sind verboten, Aloy. Bin reingefallen. Sie gehören zur Metallwelt. Was hast du da am Ohr? Nichts. War das da unten? Nein. Los, gib es mir. Nein. Aloy, solche Dinge sind gefährlich. Nein! Na, wenn du ganz allein von zu Hause wegläufst, wirst du lernen müssen, wie du in der Wildnis überlebst. Komm, Aloy. Nach Hause. Und ab morgen wirst du lernen zu jagen. Diese Formen. Was bedeuten sie? Nimm deinen Bogen. Bogen? Und kein Murmeln ins Spielzeug. Wir gehen jetzt ins Tal. Komm mit. Die Wildnis kann gefährlich sein, Aloy. Du musst bei mir bleiben und tun, was ich sage. Ich weiß. Du bist immer noch zerschrammt vom Sturz gestern. Fangen wir damit an. Nimm diesen Medizinbeutel. Ich zeig dir, wie man ihn füllt. Siehst du die Pflanze hier drüben? Das ist ein Salbestrauch. Sammle seine Beeren in deinen Beutel. Okay, Daddy. Gut, jetzt isst die Beeren. Aber die schmecken nicht. Bäh. Die schmecken wirklich nicht. Sie schmecken vielleicht bitter, aber sie können dein Leben retten. In deinem Beutel sollten immer heilende Beeren, Blumen und Pflanzen sein. Wo sind wir? Dieses Tal ist nur ein Teil von Urmutters Becken. Becken? Der Nora-Stamm hält hier Wache und wehrt die gefährlichsten Maschinen ab. Normalerweise. Wunderschön, oder? Lektionen der Wildnis. Da drüben Fluss ist ein Keiler. Das ist eine Maschinenherde. Und ich werde dir zeigen, wie man jagt. Sind sie gefährlich? Alle Maschinen sind gefährlich. Man muss ihre Kraft respektieren. Aber ich bin bei dir.
Eine Maschine jagen lohnt sich doch gar nicht im Grunde. Ich meine, der hier drüben hat Fleisch. Können wir essen, eine Maschine? Aloy, eine Maschine kommt. Runter und folge mir in das hohe Gras. Okay. Du bist der Meister, ich bin die Schülerin. Da. Bleib jetzt unten. Babys! Nein, Aloy. Solche Maschinen nennt man Wächter. Du musst ihrem Blick ausweichen, wenn du in der Wildnis überleben willst. Ich zeig's dir. Hör gut zu und tu, was ich tue. Halt still. Lass sie vorbeigehen. Bleib geduckt und folge mir über den Pfad ins hohe Gras. Aha, Babys. Die Kleine denkt also, diese Dinger hier sind Babys. Eine Maschine hat natürlich extreme Kraft. Noch einer. Lass ihn vorbei. Erinnert so ein bisschen an einen Mini-Raptor, oder? Komm, hier lang zurück. Okay, wo? Je langsamer du dich bewegst, desto leiser bist du. Und geducktes Gehen ist leiser als aufrechtes. Okay. Warte auf ihn. Die sehen aber cool aus, oder? Mir gefällt das Design. Das war der letzte. Weiter geht's. Gut gemacht. Sie haben dich nicht bemerkt. Bleib bei mir. Die Herde müsste vor uns sein. Maschinen jagen gehen. Wer ist das? Ignoriere ihn. Warum ist er da oben? Er lächelt uns zu. Tap! Komm nach Hause zurück! Tap! Wo bist du? Ignoriere ihn. Wir sind Ausgestoßene, er ist vom Stamm. Vielleicht mag er den Stamm nicht. Dann ist er ein Narr. Komm jetzt, suchen wir die Herde. Folgt mir. Ob es noch andere Ausgestoßene gibt? Oder nur wir? Was haben wir hier drüben? Oh, das nehme ich mit. Holz. Holz ist immer gut. Ich wette, daraus können wir dann Munition herstellen für den Bogen. Holz, Steine. Ja, siehst du? Diese nennt man Läufer. Okay, hier noch ein Kraut. Rennt! Warum hast du sie verjagt? Um dir zu zeigen, dass manche Maschinen aufgeschreckt wegrennen, wenn sie dich sehen. Ah, man okay. Man muss sich ihnen heimlich nähern. Hm. Ja. Keine Sorge, wir holen sie weiter unten im Tal wieder ein. Du wirst sehen. Lass mir hier Steine mitnehmen. Und jetzt möchte ich, dass du eine Handvoll Steine sammelst. Warum? Tu, was ich sage, Aloy, und sammle die Steine. Ich zeige dir, wie man sie benutzt. Alright, Steine. Folgt mir. Moment, ich will mehr Steine, Daddy. Was haben wir hier drüben? Nehme ich auch noch mit. Heilung ist immer gut. 20%. Ah, ich verstehe. Je mehr, umso besser. Noch ein Stein hier mitgenommen. Hey, ich bin nicht so schnell, ja? Ich bin ein kleines Mädchen. Oh, die geht aber so niedlich, oder? Da ist die Herde. Okay, werfen wir ein paar Steine. Aber Steine tun Maschinen nichts, oder? Nein, aber sie lenken sie ab. Locken sie in Fallen. Wie der Wächter da drüben. Der muss da weg. Sonst warnt er die Herde und sie flieht, bevor wir in Reichweite sind. Er warnt sie. Wie? Die Maschinen kommunizieren, Aloy. Wenn man sie nicht zum Schweigen bringt. Du bleibst hier an der Kante. Auf mein Signal wirfst du Steine und lockst den Wächter zu mir. Warte auf mein Signal. Okay, okay, okay. Ups. Entschuldigung. Gedrückt halten. Aloy, wirf einen Stein zu mir. Alright. Noch geht alles, oder?
Ich denke, der war in Ordnung. Wow. Was ein Biest. So, komm, jetzt ist es sicher. Okay, Steine sind also wichtig. Aber ich wette trotzdem, man kann irgendwas herstellen. Steine, Holz. Hört sich doch an wie Munition für den Bogen, oder? Hier schon wieder Holz. Plündere die Beute und ich zeig dir, wie man Pfeile macht. Ah, jetzt kommen wir dazu. Was haben wir hier? Metallscherben und Zünder. Naja, Metallscherben, die sehen schon aus. Ja, die sehen schon aus wie Munition. Gut, jetzt sammle Reinholzzweige von den Pflanzen da drüben. Haben wir schon. Oder brauchen wir noch mehr? Okay, dann eben noch ein bisschen was hier. Nimm die Zweige als Schaft und Metallscherben als Pfeilspitzen. So. Alright. Gut, dir wird es nie an Pfeilen mangeln, wenn du sie selbst herstellen kannst. Probieren wir sie mal aus. Folg mir. Also doch nicht aus Stein. Aber mit dem Holz hatte ich wenigstens recht. Hier, duck dich ins Gras und sei leise. Oh oh. Zeit für deine erste Beute, Aloy. Ein Läufer, eine schwächere Maschine. Aber auch schwache Maschinen können Jäger töten, wenn sie nachlässig sind. Du musst deine Beute kennen. Ihre Haut ist dick, aber sie haben auch einige Schwachstellen. Wie die Augen. Kennst du noch eine? Und jetzt kommt der Scanner. Genial, oder? Gut, Moment, Ziel markieren. Alles klar, das können wir auch noch. Der Behälter auf seinem Rücken. Ist das sein Schwachpunkt? Ja. Woher weißt du das? Das Gerät. Das Gerät weiß es. Das Spielzeug. Wohl kaum. Der Gerät jetzt hat immer recht, erledige ja? Erledige den Läufer. Ziel aufs Auge. Oder auf den Behälter. Behälter. Und roll aus dem Weg, wenn er angreift. Okay, also. Bams. Treffer! Weiter feuern! Bams. Und noch einen ins Auge. Mann, bin ich gut. Die geborene Jägerin. Was ist hier drüben eigentlich? Der Behälter oder wie? Ist er weggeflogen? Yep. Lohe. Und Metall und Draht. Ja, nehmen wir alles mit. Du warst gut heute, aber du hast noch viel zu lernen. Hey. Lass uns gehen. Ich war mega gut. Weiter. Was war das? Der Junge, der auf den Kriegerpfaden. Komm, Aloy, schnell. Sprinten. Ah, die kleine Aloy. Die ist Cass und gewieft. Und voller Energie und Leben wird meine große Heldin. Davon bin ich überzeugt. Und ich wette, Rost wird sterben. Und ich werde weinen, weil ich denke, nein, nicht Rost. Er war so ein guter Mensch. Er hatte ein großes Herz. Er war mein Vater. Oh oh. Oh shit. Hochmut. Und der Fall. Ich kann nichts tun. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Maschinen den Jungen sehen und töten. Wenn ich schieße, würde ich sie aufschrecken und sie würden ihn zertrampeln. Aber ich weiß, wo sie hinlaufen. Erzähl keine Märchen.
Es stimmt. Ich schleich mich durch. Das wirst du nicht. Werde ich doch. Aloy! Ich sag ja, die Kleine ist super. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Okay, Moment. Ah, hier sehen wir seinen Weg. Okay, wir sehen, wo der Wächter jetzt lang geht. Die anderen stehen nur rum. Hey, das ist wirklich cool. Ich muss mich langsam und leise bewegen, damit ich mich vorbeischleichen kann. So, jetzt erstmal hier drüben hin. Nicht sehen. Jetzt sehe ich seinen Weg hier. Alles klar, wir müssen hier durch. Ich glaube jetzt, wenn wir schnell genug sind, kriegen wir es hin. Ich muss vorsichtig sein. Der nächste hier drüben. Alright, ich markiere nochmal hier noch. Warum nicht? Kann man jemals genügend Stöcke haben? Ich muss sehen, wo sie hingehen. Wahrscheinlich nicht. Komm, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Oh oh, oh oh, oh oh. Fast geschafft. Oh oh. Okay, die sind doch nicht so dämlich, wie ich dachte. Er geht hier durch. Aber solange ich hier getarnt bin, kann er mich nicht sehen. So, noch ein bisschen Geduld. Er bleibt hier stehen. Dreh dich ja nicht um, Kumpel. Dreh dich ja nicht um. Hat er mich gesehen? Nee. Hier war noch einer. Ich glaube, ich kann hier durch. Hey. Oh. Was? Folge mir. Folge mir. Du bist gerettet von einem kleinen Mädchen. Damit bist du offiziell kein großer Krieger mehr. Okay, warte, der geht hier durch. Der dreht hier so seine Runden. Alright, bleib genau hinter mir, ja? Wie machst du das? Tja, ich bin einfach cool. Genetisch bedingt. Okay, Moment. Er schaut hier. Wir warten jetzt noch ein bisschen, bis er sich wieder umdreht. Und dann gehen wir da drüben hin. Auf geht's. Junge, 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 ha? Huh? Also, ist es kein Spielzeug? Warte. Urmutter beschütze sie. Beschütze euch beide. Sie... Junge! ...rettete mich. Ich wollte nur... Junge! Sei jetzt ruhig! Sie sind ausgestoßen, beide. Und sie ist mutterlos. Komm jetzt! Zurück nach Mutterherz. Und ich... du... Der Junge hätte nicht mit uns reden dürfen. Das ist gegen das Gesetz. Gehen wir nach Hause. Komm mit. Ich kenne den Weg. Halt die
Mund, Junge. Halt bitte den Mund, Junge. Halt den Mund, Junge. Halt bitte den Mund, Junge. Bitte. Bleib weg, nicht Mutter! Wow, das war ein Move, huh? Was machen wir? Zielen auf seinen Kopf? Ich glaube, wir sind intelligent. Intelligenz ist immer gut. Mit dem Herzen denken ist vielleicht ab und zu nicht verkehrt, aber ich bin eher so der Mensch der Vernunft. Ah! Hey! Linda, weg von dort! Weiter Beeren pflücken! Das arme Mädchen, ne? Oh, du blutest. Lass mich mal sehen. Hier, halt still. Gleich. Warum? Warum bin ich ausgestoßen? Aloy, jetzt ist nicht die Zeit. Wer war meine Mutter? Aloy, ich hab's dir schon gesagt. Das dürfen wir nicht wissen. Du warst noch ein Säugling, als die Stammmütter dich zu mir brachten. Und die Stammmütter wissen es? Ach, so einfach ist das nicht. Aber sie wissen es. Aloy, wir sind Ausgestoßene. Aber wie werden sie damit rausrücken? Die Stammmütter? Das könnte vielleicht möglich sein. Also wie denn? Es wird gefährlich. Wie? Du müsstest viele Jahre üben. Ist mir doch egal. Wie funktioniert es? Sag es mir. Die Erprobung. Der Initiationsritus jedes Jahr. Die ihn bestehen, werden Krieger. Aber wer auch immer gewinnt, dem erfüllen die Stammmütter einen Wunsch. Ein Wunsch? Ja, was immer der Sieger sich wünscht. Dann mache ich es. Egal wie schwierig. Ich werde gewinnen. Verstehe. Dann lass uns anfangen. Dein Training wird sehr hart. Und es wird Jahre dauern. Trainieren? Ja, komm! Die Kleine ist süß, oder? Die muss man einfach lieben. Es wäre cool, wenn wir nicht so schnell erwachsen werden würden. Weil irgendwie ist mir die Kleine so ein bisschen ans Herz gewachsen. Sie werden so schnell erwachsen. Ah, sie werden so schnell erwachsen.
Respekt. Rost? 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 Wo ist er? 2 Tage vor der Erprobung und er geht ohne mich weg? Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Oh, wir leveln. Stufe 3. Wir haben auch ein bisschen mehr Lebensenergie. Wie, was, wo? Ah, okay. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Das stimmt. Wir wollten doch heute jagen gehen. Warum ist er nicht hier? Wohin ist er gegangen? Okay, wir können auch schlagen. Ah, guck mal hier. Also, die Fertigkeiten, Inventar, herstellen, die Karte. Ja, die scheint ganz schön... Wow. Okay. Wow. Nicht schlecht. Quest, ihn finden, Notizbuch. Was haben wir hier Schönes? Ein stiller Schlag. Ich glaube, sowas sollte man können. Machen wir. Krieger. Ist auch nicht schlecht. Sammler. Der Lockruf, auch nicht schlecht. Heiler. Ich glaube, einen stecke ich auch hier in Heiler rein. Dann du da. Kosten 2. Schlag von oben. Der Jägerreflex. Klingt cool. Die stille Landung. Finde ich auch nicht schlecht. Sind alles gute Sachen. Ich mache aber trotzdem hier den Jägerreflex. Da wird die Zeit beim Rutschen ein bisschen langsamer. Wie rutschig? Wahrscheinlich so. Was macht er hier oben? Ah, wow, cool. Der steht da einfach nur rum. Sehr, sehr cool. Was ist mit ihm los? Wuhu, yay. It's a me. Wuhu. Oh, der alte Mann wird jetzt ein bisschen sentimental, weil ich erwachsen bin. Aloy, du bist hier. Ja, alles in Ordnung. Also hier würde ich dann eher sagen, ich folge meinem Herzen, denn das sind so Dinge familiär, da kann man schon mit dem Herzen denken. Wolltest du allein sein? Nein. Wir müssen reden. Ich habe über dein Training nachgedacht, Aloy. Du kannst jagen, du kannst überleben. Aber ich fürchte, eine Lektion fehlt noch. Willst du sie jetzt lernen? Natürlich. Ich lerne alles, was du mir beibringst. Hier gab es kürzlich Ärger. Das gibt uns die Chance für diese Lektion, doch sie ist gefährlich. Sei vorbereitet. Oder du stirbst. Geh ins Becken hinab und jage, bis du die Teile für Feuerpfeile hast. Feuerpfeile? Von welcher Art Ärger sprechen wir hier? Wenn du die Teile hast, treffen wir uns hier, am Tor hinter dem Dorf Mutterherz. Das Nordtor? Am Rande der Umfassung? Ja. Mach dich auf den Weg. Mhm. Ist sonst noch was mit dir? Nein. Mir geht's gut. Wirklich? Machst du dir Sorgen, was dann passiert? Nach der Erprobung? Was passiert, ist klar. Du wirst in den Stamm aufgenommen und ich bleibe ein Ausgestoßener, den man meidet. Rost, selbst wenn der Stamm mich aufnimmt, ich... Es gibt viel zu tun, Aloy. Wir reden später darüber. Okay. Stimmt, stimmt. Wir dürfen nicht mehr mit ihm reden, ne? Wir verlieren ihn. Die Emotionen sehen gut aus in den Gesichtern. Soll ich noch irgendwas tun, wenn ich unten im Becken bin? Oh, die kauzige Grata könnte Nahrung brauchen. Besorg ihr eine Wochenration Fleisch, wenn du die Zeit dafür hast. Wäre schön, wenn sie mal Danke sagt. Ach, Grata folgt dem Gesetz. Ihr Schweigen ist etwas Ehrenhaftes und nichts anderes. Wenn du meinst. Ich besorge die Teile, aber ich werde auch bei Cast vorbeischauen. Aloy,
Dieser Mann bricht das Gesetz, wenn er mit dir spricht. Und ich bin froh darüber. Ich will eine Stolperfalle und niemand sonst verkauft an Ausgestoßene. Dann solltest du sie auch laden. Du wirst sie heute Nacht brauchen können. Das klingt geheimnisvoll. Okay, wir sehen uns am Nordtor. Gut, jede Menge Missionen. Holz, okay. Metallscherben. Oh, was ich nicht alles brauche. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Wie komme ich da ran? Irgendwas macht ihm echt Sorgen. Wenn er glaubt, dass ich ihn verlasse, täuscht er sich. Die Kleine hat ihren eigenen Willen. Ich glaube an keine Gesetze. Ich mach, was ich will. Gut, ich würde sagen, die erste Folge, die geht jetzt schon extrem lange, ja? Und ich denke, ihr habt einen ersten Eindruck von diesem Spiel, von diesem Projekt bekommen. Wenn ihr mehr sehen wollt, wenn ihr haben wollt, dass das Let's Play hier weitergehen soll, wenn ihr heute noch eine Folge sehen wollt, es geht ganz leicht. Es dauert nur eine Sekunde. Es geht so schnell. Es ist so einfach, so simpel. Einfach nur bewerten. Ich brauche 3 Stunden für das Video, ihr braucht 1 Sekunde. Nehmt euch die Sekunde, bewertet es und ja, wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und tschüss!